Ich sitze hier mit Heike Brodersen im Barfußpark. Seit wie vielen Jahren betreiben Sie schon den Barfußpark? Also ich bin stellvertretend für Familie Clausen hier und seit 2011, also jetzt quasi im 8. Jahr, ist der Barfußpark geöffnet. Haben Sie Spaß hier? Ja, absolut. Also wir sind alle passionierte Barfußläufer und überlegen uns auch jedes Jahr etwas Neues für unsere Barfußgäste. Und ja, wir lieben Barfußlaufen. Was war eigentlich schon Ihr seltsamstes Ereignis in diesen 8 Jahren hier? Ich meine, jemand hat mal sein Gebiss hier verloren und das hat jemand anders gefunden. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Was machen eigentlich die Besucher hier, wenn es regnet? Wir haben ganz oben, da gibt es ja noch die Barfußparkterrasse. Und da angrenzend, da gibt es sozusagen eine umgebaute Eventscheune und die steht den Barfußparkgästen dann zur Verfügung, dass sie dann sozusagen abwarten können. Manchmal ist es ja nur eine kleine Schauer und dann kann man wieder weitergehen. Soll der Park noch irgendwie erweitert werden? Also erweitert werden in dem Sinne nicht, weil das würde eine Veränderung des Bebauungsplans hervorrufen und das geht leider nicht. Aber wir sind stetig daran bemüht, den Park in sich zu verändern und zu erweitern. Also neue Stationen zu integrieren oder auch Stationen mal zu verändern. Welches sind eigentlich hier so Ihr Lieblingstier in diesem Park? Ich habe 3 Lieblingstiere. Das sind Mini-Schafe, Mini-Kessenschafe heißen die. Das sind Fiete, Adele und Lisa und genau, die leben bei uns im Tiergehege. Haben Sie irgendeinen Lieblingsteil hier im Park? Ich mag den Park in seiner Gesamtheit, weil ich einfach finde, dass er so viel integriert. Also nicht nur das Barfußlaufen, sondern auch man kann auf Dinge raufklettern. Wir haben auch 2 Aussichtstürme, wo man hochlaufen kann und einfach über den Park blicken kann. Dann gibt es die Schleswig-Holstein-Karte begehbar, wo man zwischen den einzelnen Landkreisen hin und her springen kann. Aber ich weiß von den Besuchern her, ist es entweder die Station mit den Glasscherben, die ist ganz hoch im Kurs, oder die Mattstation. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank auch, dass ihr hier wart. Wir freuen uns da ganz doll drüber und vielleicht auf ein Wiedersehen.